Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe Hunger und mache mir jetzt ein bisschen was zu essen. Dafür mache ich natürlich ein Feuer und bezüglich Feuer im Wald, siehe mein Feuer im Wald Video, da gehe ich jetzt nicht noch großartig weiter drauf ein. Jo, holen wir uns erstmal noch einen schönen Stock, an dem wir unseren Topf hängen können. Ja, nun auch mit Topfhalter und ja, im Prinzip laber ich da jetzt gar nicht lange drum rum, sondern zünd das Ganze einfach mal an und werde heute auch mal ganz ausnahmsweise überhaupt nicht viel kommentieren, sondern mir einfach ein bisschen was zu essen machen.
So, jetzt doch noch ein paar Worte zur Erläuterung. Erstens, das hier ist F100 Compri. Das ist im Prinzip Milchpulver in Barrenform. Dazu gibt es ein tolles Video von Kai Sackmann, da habe ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Habe es bei ihm auch erst entdeckt. Gibt, wenn man Wasser dazu schmeißt, Milch. Wenn man heißes Wasser dazu schmeißt, beziehungsweise es in kaltes Wasser schmeißt und dann aufkocht, gibt es wirklich auch relativ eine klumpenfreie, schön dicke Milch, wenn man nicht allzu viel Wasser nimmt. Und die Milch ist im Gegensatz dazu, dass man die Regel auch theoretisch einfach so essen kann, richtig lecker. Also ich mag die gerne. Und in Kombination mit Energy 5, also so einem Weizen-Energieschrot gepresst zu einem Riegel, ergibt das Ganze dann so eine Art Getreidebrei, Haferschleim, wenn man so möchte, der eben super energiehaltig ist, im Gegensatz zu richtigem Haferschleim, sogar halt nochmal energiereicher und lässt sich in dieser Barrenform wirklich gut transportieren. Und das war so auch eins meiner Hauptgerichte, zumindest zum Frühstück in Schottland. Davon werde ich auch noch berichten in Kürze. Aber in meiner Schottland-Tour, die ich jetzt vor 3 Wochen oder was unternommen habe, war das so quasi mehr oder weniger immer das Frühstück. Nur, dass wir uns die Milch eben in heißem Wasser zubereitet haben und heißes Wasser nicht über dem Feuer, sondern über so einen kleinen Jetboil-Gaskocher, wer das schon mal gehört hat. Ja, das wollte ich euch nur mal demonstrieren. Klar, geschmacklich ist das jetzt nicht Bombe. Da ist hier mein Alternativfutter durchaus leckerer. Noch kurz ein paar Worte zu diesem Zeug hier. Das ist ein kleiner GSI-Pfannenwender. Die Firma GSI, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, der ist gefühlt 15 Jahre alt. Den kleinen Schneebesen, den ich verwendet habe, der ist jetzt gerade schon im Abwasch. Der ist ebenfalls von der Firma GSI und hat damals irgendwie ganz wenig Geld gekostet. Meine Pfanne ist einfach ein umfunktionierter Titanteller. Ich wollte mal testen, inwiefern das Ding als Pfanne funktioniert. Und dann noch ein letztes. Diese Griffzange hier ist die wieder aufgetauchte Griffzange von meinem Drangia Mini Kochset. Die habe ich tatsächlich jetzt wiedergefunden.
Gut, das Ding als Pfanne zu benutzen, ja, es funktioniert. Man kann da drin eigentlich ganz gut braten. Titan ist immer so eine Sache, weil es halt eben die Wärme sehr, sehr schlecht leitet und dann immer nur quasi an der Stelle, an der es direkt über der Flamme hängt, heiß ist. Das hat aber, macht es zum Braten ein bisschen spannend. Vorsichtig ausgedrückt, Dinge, die einfach zu braten sind, wie Eier, funktioniert aber wunderbar. Ein Steak würde ich mir jetzt nicht in meinem Titan-Teller zubereiten. Großer Vorteil davon ist allerdings, dass das Material an sich so schnell wieder kalt ist, dass man ihn dann zum Essen problemlos in die Hand nehmen kann. Und wenn einem dann nicht zwischendurch dauernd das Feuer ausgeht, weil es ja schon mal zwischendurch mal aus war und man ein richtig großes Feuer gemacht hatte, wo so richtig schön Glut vorhanden ist, geht das auch ruckizucki, so wie ich es jetzt gemacht habe. Hat es halt ein bisschen länger gebraucht, hat aber auch wunderbar funktioniert. Mir hat das jetzt alles gut geschmeckt. Vielleicht noch ganz kurz dieses Gewürzstreuerchen hier, das kriegt man auch bei Globetrotter. Ich weiß nicht, ob das gibt es wahrscheinlich auch noch in diversen anderen Geschäften. Mit Pfeffer, Curry, Paprika, Edelsüß und Salz. Ich finde die so ganz lustig. Theoretisch haben sie noch einen Schlüsselanhänger, aber der geht mir grundsätzlich ab. Deshalb mache ich ihn grundsätzlich sowieso immer ab und transportiere das irgendwie in der Hosentasche oder sonst wo. Dann hat man schon nicht so sehr Angst, dass man es verliert. Übrigens, dieser Topf hier ist ein uralter Alu-Topf, den ich quasi von meinen Eltern geerbt habe. Also geerbt, in Anführungszeichen, frühzeitig. Keine Ahnung von welcher Firma, woher und was auch immer, der ist wirklich schon so alt, kann man nicht mehr zuordnen. Aber ganz normaler Aluminiumtopf mit und fertig. Und aktuell gerade mein Mülleimer, nur nicht wundern. Jawohl, ja, damit habe ich jetzt was gegessen, fühle mich gut. Esse noch den Rest. Wünsche euch soweit dann einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.